Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruder Baustelle. Und wir schreiben Folge 6 ist es, die wir jetzt vor uns haben. Ist, glaube ich, die letzte Folge. Mir fällt eigentlich sonst auch nichts mehr ein, was wir da noch großartig machen könnten. Wir haben den Damper zerlegt, das war Folge 1. Wir haben die Pendelachse eingebaut und die vordere Antriebsachse eingebaut. Das war Folge 2. In Folge 3 haben wir die Radadapter eingebaut. In Folge 4 die Lenkung. In Folge 5 das Easy-Kipp-Modul. Und jetzt in Folge 6 zeige ich euch, wie die Verkabelung hier drin ausschaut. Das habe ich schon gemacht. Das zeige ich euch. Wir stellen die Servos ein, schrauben das alles fest. Justieren noch die Endabschalter für hinten und dann habe ich vor, wenn das alles erledigt ist, Reifen drauf, Multe drauf, zumachen und die erste Probefahrt. Ja, dann legen wir auch schon los. Ihr dürft mir wieder über die Schulter schauen und dann schauen wir, dass wir hier fertig werden. So sieht es aktuell aus, unser Modell. Wir haben hinten die Achse drin, vorne die Achse drin, Easy-Kipp-Modul drin. Und die Lenkung eingebaut und ich habe jetzt die ganze Elektronik hier schon verkabelt. Die Endabschalter beim Easy-Kipp-Modul, das ist alles beschriftet. Die Kabel sind auch dementsprechend in einer Länge, dass man die hier schön durch den Rahmen legen kann. Das Ganze kommt dann hier vorne raus. Die Antriebskabel von der Achse laufen auch hier nach vorne. Hier habe ich einen Stecker hingemacht, jeweils, damit man es einfach schnell an- und abstecken kann für die Wartung. Einfach mal zum Zerlegen, wenn irgendwo was wäre. Wir brauchen zwei Fahrregler, einen fürs Fahren, da hängen die beiden drauf, die habe ich zusammengelötet, und einmal für das Kippen. Hier sind die beiden Fahrregler vorne drin. Wir haben, weil die Fahrregler, die ich verwende, haben kein eigenes BIC, also sprich kein eigenes Stromversorgungsmodul. Hier vorne ist ein BIC-Regler drin und wir haben die beiden Servos. Bei mir, ich habe sie über ein Y-Kabel zusammengeklemmt und laufen auf meinen Empfänger. Ihr könnt natürlich auch sagen, ihr schließt jeden Servo einzeln an und mischt die dann einfach in der Fernbedienung, wenn ihr eine digitale Fernbedienung habt und das einstellen könnt. Könnt ihr natürlich ganz genauso machen. Ich mache es mit einem Y-Kabel, belege ich auch nur einen Kanal, das heißt, die anderen Kanäle bleiben nach wie vor frei. Ist die einfachste Lösung. Einfach zusammenlöten. Ich habe immer so Hülsen natürlich da, beziehungsweise Buchsen und dann kann man das sich einfach selber gestalten. Man kann auch einfach alles zusammenlöten. Das Ganze geht dann hier rüber. Hier ist die Stromversorgung. Ist nicht die schönste Lösung, aber die einfachste. Geht schnell und ich kann es im Notfall immer alles nochmal aufmachen. Dann braucht man natürlich noch irgendwo einen Schalter. Ich habe hier jetzt bloß mal provisorisch einen Schalter dazwischen geklemmt. Der wird natürlich dann noch verbaut in der Karosserie, damit man von allem einfach an- und ausmachen kann. Dann können wir auch schon loslegen. Ich hole mal die Fernbedienung hier rüber und dann machen wir das Ganze einmal an. So, die Regler piepsen ja immer einmal kurz. Das ist für die Nullstellung und ich habe schon soweit alles angeschlossen. Das heißt, auf einem Kanal fahren alle nach vorne. Wunderbar. Die Motoren sind der Hammer. Habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt gehabt. Das sind keine 0815 eBay China irgendwas Motoren, sondern die importiere ich direkt. Nach langer Suche habe ich hier welche gefunden, die so immens Power haben. Ist ungefähr wie beim Kipper. Man muss einfach mal lange suchen und auch dementsprechend ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Und die Motoren sind also wirklich kein Schnäppchen, aber sie sind es wert. Denn der fährt so wahnsinnig. Der hat richtig Kraft, richtig, richtig Kraft. Und da bin ich absolut zufrieden. Vor allem, sie stören jetzt nicht die Fahrregler oder sonst die Elektronik. Sie laufen alle gleich und einwandfrei. Sie pfeifen auch nicht. Ja, haben ja auch manche Motoren, dass sie ein sonores Pfeifen absondern. Das gibt es hier alles nicht. Funktioniert also wunderbar. Motoren. Auf die Motoren werden wir nachher die Reifen drauf montieren und dann geht es auch schon los. Kommen wir zur Lenkung. Ich habe ja hier diese 20 Kilo Servos, die verlinke ich auch nochmal. Und das sind Standardmaß, also ihr könnt auch jeden anderen Servo nehmen. Und jetzt ist eigentlich nur eins wichtig: einmal, dass die auf der neutralen Position sind, in der Fernbedienung, dass das also auf Null steht. Und dann müssen die hier
einmal gerade stehen. Ich ziehe das gerade mal einmal ein bisschen weiter rüber, dann sieht man es vielleicht mal besser. So. Das heißt, hier, das sollte gerade sein, die beiden Arme. Ansonsten einfach über die Fernbedienung nachjustieren. Und der hat sich hier schon rein verirrt. So schnell geht's. So, das heißt, wir haben ja hier den hier wieder eingesteckt. Und hier können wir das ganz einfach montieren. Die Richtung kann man natürlich dann später umstellen, sollte er jetzt in die falsche Richtung lenken. Und jetzt schauen wir, dass das ganze Modell möglichst gerade sitzt. Kann man natürlich auch einmal gucken. Ein bisschen Anhaltspunkt hat. Dass das alles hier passt. Und dann nehmen wir hier einen, gucken mal, ob der schon hier sitzt. Ein bisschen rausdrehen vielleicht nochmal. So. Den schauen wir mal rein. Oder beziehungsweise setzen ihn mal an. Die Schrauben sind ja dabei, unten eine Stoppmutter drauf. Und ich schaue mal, dass ich einen festmache und den anderen dann dementsprechend nachziehe. Heißt, der hier ist fest. Er würde jetzt auch schon lenken. Aber er tut sich natürlich ein bisschen herb. Auch hier ist es noch nicht fest. So, und dann haben wir jetzt hier die zweite Seite. Hier müssen wir ein bisschen weiter rausdrehen. Aber das ist ja alles kein Problem. Wie gesagt, hier muss gerade sein. Ticken noch. So. Die Hebel müssen gleich sein. Und das Modell muss jetzt natürlich locker gerade stehen. Damit die dann auch nachher nicht gegeneinander, sondern miteinander arbeiten können. Das heißt, wenn ich jetzt später einlenke, einer zieht, einer drückt und dann haben die locker genug Kraft, um im Gelände zu fahren. Jetzt könnt ihr natürlich hier noch nachjustieren, über die Fernbedienung sollte der Einschlag zu weit sein. Das heißt, wenn ich hier ganz einschlag, ich bin hier auf Maximum, passt bei mir, ich brauche jetzt nichts nachstellen. Ihr seht, ich bin hier wirklich auf Anschlag. Ich muss die Servos jetzt nicht noch begrenzen. Ist natürlich aber auch kein Problem, das heißt, wenn ihr hier jetzt andere habt, andere Hörner, längere Hörner, irgendwie das anders ansteuert, dann müsst ihr dementsprechend einfach den Endanschlag einstellen, so wie bei einer normalen Lenkachse auch. Das Tolle jetzt an denen hier, die gefallen mir dementsprechend gut, weil ich die von beiden Seiten nochmal seitlich auch festschrauben kann. Die haben also hier und hier eine Schraube drin. Wenn ich sie treffe. So. Womit ich das richtig schön festziehen kann, dass da nichts mehr durchdreht, und zusätzlich sollte er mal irgendwie sich verwinden, kommt von oben her auch noch mal eine Schraube drauf, da kann nichts mehr passieren. Das ist fest. Sitzt und passt. Jetzt schauen wir noch hier hinten. Ich habe hier den Jammert. Der Motor ist angeschlossen. Ich habe nur die Schraube noch nicht festgezogen. Das müssen wir jetzt noch machen. Ich hole es mal ein bisschen weiter hier rüber. Hier muss man gucken, dass man natürlich an den Schrauben vorbeikommt. Das heißt, ich darf nicht ganz an den Motor hin. Ich rüttel jetzt hier mal so ein bisschen. So. So. Also jetzt ist er fest. Und so geht es nach unten. Und jetzt seht ihr, jetzt geht er nach oben. Und er fährt wahnsinnig weit hinten. Also er hat Nachlauf. Das heißt, ich muss hier den Endabschalter nochmal ein gutes Stück nach vorne biegen.
Die sind unten übrigens so leicht eingehakt. Das heißt, wenn euch das aus Versehen mal passieren sollte, dass dieses Ärmchen hier rausfällt, den kann man unten wieder einhaken. Das ist nicht so schlimm. So. Er sollte relativ senkrecht stehen. Ich drehe es gerade mal rum, weil das kann. Das heißt, ich stehe hier fast im rechten Winkel. Ich kann ein bisschen drüber gehen sogar. Muss man nachher mit dem Kipper probieren, inwieweit er das mitmacht. Ansonsten einfach noch einmal ein bisschen nach vorne biegen. Das kann man nachher noch machen. Ja, schon arg grad. Schauen wir mal, ob wir das nochmal einen Ticken halt gebogen kriegen. So, vielleicht. Ja, jetzt wird er gleich greifen. Also, viel zu viel. Ja, Zange. Noch ein bisschen. Ich möchte ihn wirklich relativ senkrecht stehen haben. So. Sieht super aus. Schauen wir mal. Ja, besser geht's nicht. Genau. Also der hintere ist eingestellt. Und ihr seht, er geht nur noch runter jetzt. Und nach unten haben wir hier diesen Taster. Den werden wir unter Umständen auch etwas einstellen müssen. Und hier auch einfach mal ein bisschen rantasten. Ich biege den jetzt mal einen Ticken nach oben. Zur Sicherheit, bevor er sich festfährt. Weil er hat einfach doch einen Nachlauf. Ja. So. Gut. Zur Montage wird das hier eingehängt. Hinten eingeklickst. Thema fertig. Dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. Gut, also sitzt fest. Nach oben hin. Auch wunderbar. Also, beide Endabschalter passen, sind richtig eingestellt. Und fahren wir jetzt noch einmal kurz hoch. Ich werde jetzt die Reifen einmal kurz montieren überall. Einen zeige ich euch, den Rest mache ich schnell selber. Das ist nicht so spannend. Wie gesagt, wir können hier reindrücken, da ist dann die Madenschraube drin. Und dann, manchmal ist ein bisschen Dreck drin vom Durchbohren. Hilft natürlich, wenn man den richtigen nimmt. Vom Durchbohren, da müsst ihr einfach gucken. Ich lasse es immer so stecken und suche mir jetzt hier die gerade Seite. Und da kann ich es dann festziehen. So. Schauen wir mal. Jawohl. Läuft. Ich mache schnell die anderen. Räder drauf, Deckel drauf. Und dann sehen wir uns sofort mit der ersten Probefahrt. Thank you.
Und, was sagt ihr? Der Hammer, oder? Da ist er. Unser fertig umgebauter Dampfer. Einwandfrei. Der Rest ist nur noch Kosmetik. Er fährt, er kippt, er lenkt. Hervorragend. Er lenkt wahnsinnig gut ein. Wir haben einen Kipper mit Endabschalter in beide Richtungen, der richtig Dampf hat. Zur Not, hier gibt es ja wieder die X2-Kippermotoren. Wer sagt, boah, ich habe ihn ja getestet. Also er drückt technisch gesehen das Doppelte von dem, was er muss. Aber ihr könnt natürlich immer mehr. Also wir sind dann ja natürlich frei. Wenn jemand sagt, oh, ihr hättet da gleich von vornherein gerne den Stärkeren verbaut. Gar kein Problem. Bringen wir alles hin. Lenkung, wie gesagt, einwandfrei, selbst rückstellen. Es sind Servos. Ich muss also nicht schwarz-weiß hier. Ja, ist ja immer so die Angst. Also ich kann hier natürlich auch ganz feinfühlig langsam fahren. Überhaupt kein Problem. Der radiert hier auch ganz schön, aber diese 2x20 Kilo Servos, die haben die Kraft. Also da überhaupt kein Problem. Wunderbar. Deckel drauf. Los geht's. Ich werde jetzt noch ein bisschen hier spazieren fahren. Testen brauche ich nicht mehr. Ich weiß, dass er funktioniert. Der andere Prototyp hat schon leiden müssen. Deswegen, ich freue mich. Werden wir hoffentlich bald viele, viele Dampfer auf den Baustellen sehen. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Erfahrungstechnisch auf der Baustelle muss ich sagen, irre gut. Ja? Wir haben viel Platz hinten drauf. 6 Motoren, die antreiben. Wie gesagt, super Motoren, die richtig Power haben. Wenn der nicht mehr weiterkommt, wahrscheinlich auch kein anderer. Also, der will ins Gelände, der will richtig in den Dreck. Dafür ist er gemacht und dafür könnt ihr ihn benutzen. Die Bausätze und alles Weitere findet ihr auf meiner Seite mit vielen, vielen Bildern. Natürlich die ganzen Videos untereinander gelinkt. Wenn ihr den aufbaut, tut ihr euch da wahrscheinlich am einfachsten. Schaut auf der Seite vorbei, www.rc-bruderbaustelle.de. Und ansonsten hier unten verlinke ich nochmal alles, was wir so brauchen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Modell wieder. Wenn irgendwo was sein sollte, schreibt mir eine E-Mail hier bei den Kommentaren. Kontaktiert mich. Wir finden immer eine Lösung oder eine neue Idee, die wir umbauen können. Freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann!